Herzlich willkommen zurück zu Warriors Orochi 4. Das große Finale steht bevor. Wir werden uns jetzt um Odin und Yggdrasil kümmern, bevor alles zu spät ist und er die Welt vernichtet. Heute dabei ein sehr starkes Team bestehend aus Zeus, Orochi und Nobunaga Oda, der sich auch selbst zum Gott machen kann in dem Spiel. Schauen wir uns erstmal die Waffen an. Ich verwende heute auch die Stark-Version von Zeus. Erstmal die DLC-Waffe und auch die DLC-Götterwaffe, Keraunos X, was viel besser ist als die normale, denn die normale ist gar nicht mal so stark von Zeus, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir werden hier die DLC-Waffe verwenden. Alter Team werden Thunderstaff, Sun Keraunos, Moon Keraunos und Earth Keraunos. So, mit Orochi werde ich definitiv nicht die Dirt Scrapers verwenden, weil ich die nicht ernst nehmen kann. Wir verwenden Lamenting Whale. Alter Team wäre Mystic Reaper, Eternal Agony und Spirit Reaper. Bei Numenor verwende ich den Seventh Heaven. Als Alternative hätten wir Venus, Serpent Slayer, Devil Katana und Serpent Katana. Wie gesagt, Götterwaffe Keraunos X. Die andere werde ich euch natürlich auch noch zeigen. Die Götter muss ich sowieso zweimal spielen. Und sie haben es auch verdient, zweimal gespielt zu werden, denn die sind ja exklusiv für Warriors Orochi 4. Mit Orochi verwende ich Tutsuga no Tsurugi und mit Nobunaga Futsu no Tsurugi. Pferd, Pegasus, passt am besten zu Zeus, habe ich mir so gedacht. Und jetzt legen wir los mit der finalen Schlacht gegen Odin, der absolute finale Showdown. Dämonen, Mystiker und Menschen gegen die Wikinger-Bedrohung, die alles zu verschlingen droht. Destined to be destroyed. Odin prepares the ritual that will end the world. Use the power of mortals to save the world. The Coalition Army defeat Orochi and the God of Destruction, losing the God of Destruction. However, Yggdrasil went out of control and started to twist time and space. The world began to head towards that desired by Orochi, toward destruction. As the world collapsed around them, the Coalition Army hurried toward Odin. Only defeating him could prevent everything from vanishing. However, illusions and Odin's minions still stood in their way. The conclusion to this long story of myth was now placed firmly in mortal hands. We finally reached this point. Yukimura and the others who went on ahead seem to be in a bit of trouble. Although we don't have bracelets, we must defend them as best we can and allow them to defeat Odin as quickly as possible. Yes, advance! Defeat Odin and destroy Yggdrasil! Was hast du so einfach, Liu Bei? Ist ja nur das Finale, ne? Ja, und das ist auch eine der schwierigen Schlachten. Denn Odin will es wirklich da oben wissen. Der will es wirklich wissen. Einer der schwierigsten Showdowns im gesamten Spiel. Odin muss besiegt werden, dann gewinnen wir das Spiel. Zeus darf nicht sterben, Shaoyun darf nicht sterben und Yukimura Sanada ebenso nicht. Bei den Gegnern haben wir Odin, Shaodun, Guanyu, Xu Huang, Ling Tong, Ma Chao, Genji, Yu Ying, An Tang, Ranmaru Mori, Nagamasa 3, Kaede Tsugunaoe, Takatora Todo, Naomasa Lee, Loki. Oh mein Gott. Aber eigentlich sind die auf unserer Seite. Es sind nicht nur Schattenleute, es sind nicht die Originalen. Fucking viele Monster. Okay. Wird definitiv interessant, wie ihr schon merkt.
Definitiv. Das kann was werden. Ultimate Battle, Twilight of the Gods, let's go. Zeig euch jetzt mal die Power von Zeus. Was, was, was? Göttervater und Donnergott. Das ist Zeus und das sieht man hier auch an den Angriffen. Absolut ridiculous. Ultra stark ist der Dude. Aber ich finde nur mit der DLC Götterwaffe. Ohne ist der ein bisschen schwächer. Der schwächste Gott, probably. Aber so fucking stark, einer der besten. Na gut, machen wir nochmal. Bam, bam. Okay, Chaos Origin überlebt es, glaube ich, oder? Nee. Den finalen Angriff natürlich nicht. Gut. Auf immer Wiedersehen. Boah, jetzt haben wir die alle mit unserem Stab eine Blitzkugel gefangen. Ach, das ist so geil. Hier kommen wir nicht durch. Goddammit. Müssen wir einen anderen Weg suchen. Die Barriere öffnet sich noch nicht. Gut, machen wir mal einen normalen Musu rein. Ah, jetzt ist die Barriere weg. Na egal, jetzt bin ich hier. Na gut, hier ist aber ein Griffin. Göttermusu, let's go. Yo! Blitzkugel, die war komplett in 1000 Richtungen zerbersten, explodiert und alles mitnimmt. Ganz geil. Auch wenn wir schon bessere Göttermusus gesehen haben. Irgendwie will der Griffin nicht warnen, nee, kann das sein? Na, ich weiß doch warum, der hat eine Aura. Der Arsch. Eine Aura. Was haben wir denn jetzt? Oh, sie ist stark genug. Zack, tschüss, Mann. Das war's mit dem Griffin. Gryffindor! So, Bragi, du bist also für die Barriere verantwortlich. Ja, die Wikinger müssen mal vernichtet werden, damit man da durch kann, glaube ich. So ist es nämlich. Ja, Master Lee. Das ist auch Geschichte. So, jetzt können wir hier nämlich aufräumen. Machau. Fake Machau wohl eher. Stirb, Mann! Die verschwinden auch, wenn man Wave besiegt. Oh, ist egal, ich hab's nur so gemacht. Let's go! Let's go! Und Wave ist down. Oh, jetzt noch Chaos Origin besiegen. Nächstes, was wir nicht hinkriegen. Und Stier, yes! Oh, Stier macht das mal gerade, der Demon King. Was sonst mal. Unser Arch-Nemesis, aber jetzt, jetzt kämpft er an unserer Seite gegen Odin. So, dann wollen wir mal Göttermusu von Orochi. Dunkle Welle, alle verschwinden im Shadow Realm und sind tot. Das erinnert mich so ein bisschen an Heroes von Smash Bros. Der auch einen Instant killen kann. Voll geil, der Move. Einer der geilsten Göttermusus im gesamten Spiel. Auch von der Animation her, einfach nur ein Augenschmaus. Kanizu, the Invincible Naoe. Ist eh nicht der echte. Nur ein billiger Faker. Und das haben wir hier auch gesehen. Anmarumori und Shaorudun. Treuen Leibwächter. Von Zaozonuna oder? Yu Ying ist jetzt hier auch noch. Mein Gott, es nimmt ja gar kein Ende hier mit den Fakern. Oh, die respawnen auch. Ist auch ein bisschen weird, so viele kommen. Aber kein Problem für Orochi. Misu haben wir noch. Ja, guck, Shaodun ist schon wieder respawn. So ein Mist aber auch. Das hat keinen Sinn, wir sollten die gar nicht besiegen. Ignorieren wir die jetzt einfach. Musu von Zeus. Oh ja, let's go. Das nenne ich mal Musu-Angriff. Nur der Wave ist dagegen relativ gut. Da braucht man gut einen Hut. Komm schon! Hält nicht mehr viel aus. Yes, er ist tot. Der Wave. Sehr, sehr gut. Dann ist es nur einer, ne? Nobunaga auch mal ein bisschen was machen für sein Geld. Dämonenkönig Nobunaga Oda. Ja.
Ja, komm, den Wikinger, den hauen wir jetzt mal in die Pfanne hier. Zack, zack, zack. Der neue Angriff von Luna. Auch sehr, sehr stark. Und der alten, krassen, dunklen Aura-Move hat er natürlich auch noch. Götter musst du von Nobunaga. Bam! Dunkle Power, die er da anliegt. So. Da ist er. Und direkt natürlich tot. Der Angriff ist immer noch so richtig bastet. Oh Gott. Barriere ist immer noch da. Und Magni. Sehr blöd. Immer nur von außen weg. Ja, dazu, dass wir den Griffin besiegen. Gryffindor! Guck mal, wie schnell der down geht. Einmal dunkle Aura und weg ist er. Das können wir auch beim Cyclops gerne mal ausprobieren. Ja. Ein bisschen mehr durch, aber zweimal dunkle Aura und auch der Cyclops ist schon besiegt. Einfach nur awesome! Kann ich euch mal einen schwachen Götterangriff zeigen, der gar nicht mal so schwach ist, wie ihr sehen könnt. Tschüss, Mann. Müll muss entsorgt werden. Oh, die Götterwaffe sieht auch sehr cool aus, ne? Der Keraunos. DLC Keraunos. Von ihm sehen sowieso alle Stäbe irgendwie geil aus. Nur die schwachen Angriffe. Selbst die sind so satisfying und super stark. Guckt euch das mal an. Absolut, Bro. So, die letzten verbleibenden Zauberer müssen noch besiegt werden. Kriegen wir hin. Oh, und wir haben gerade hier den Overload. Wenn sehr viele Elektro-Moves gemacht hat, dann ist er Overload und kann noch stärkere Lichtangriffe entfesseln hier. Auch super geil. Tue das an. Und hier permanent irgendwelche Blitze. Ja, mit Zeus zu spielen, macht schon Bock. Einfach nur geil. Zauberer sind alle besiegt. Barriere ist verschwunden. Wir können nach Yggdrasil. Zum Grande Finale. Was ist ja nach dem Griffin jetzt los? Stier! Oh ja, auch sehr geil. Ja, Nobunaga weiß einfach, wie der Hase läuft. Er ist so gut. So. Dann haben wir hier auch noch Musu rein. Okay, der blockt alles, der Arsch. Seinen letzten Hit. Get wrecked. So, jetzt sind wirklich alle Barrieren verschwunden. Oh, das ist der geilste Angriff. Der hier mit den Feuerflammen vorher. Liebe ihn. Und der normale Dreiecksangriff ist auch richtig geil. Orgy ist immer noch super stark. Wer hätte es gedacht, ne? Junge, da wächst kein Gras mehr. Der Sensenmann, der Tod, der kommt, um euch zu holen. Ne? Euch Wikinger. Auf nach Valhalla mit euch. Wenn ihr es bis dahin überhaupt schafft. Es verdient habt, da reinzukommen. Er fällt ja nur wie die Fliegen hier. So, langsam aber sicher nähern wir uns Yggdrasil. Langsam aber sicher, Leute. Donnerwolken kennen auch keine Gnade, ey, die Zyklopen. Die müssen wir jetzt noch besiegen.
Und dann ist auch langsam Schluss mit Lucio. Und wir haben Rage für Odin. Saugeil. Notwendig. Das war's. Zyklop besiegt. Was willst du mehr? ここまで成長すれば十分ゆく虎しるよ。あと一歩で願いが叶う。実がなる瞬間、全力で奴をこの世界に縫い止める。それで復讐は終わりだ。終わりなんだ。さあ、全てを我が手に。 今よ。さあ、神を打ち、新たな物語を紡ぐのは人の役目だ。行け。 Oh mein Gott, habt ihr ihn angetrillt? Loki hat irgendwie noch das eigene im Sinn. Ihn da gestoppt. Er hätte es eigentlich vervollständigt. Was hat Loki vor, Mann? Interessant. Mein Loki kommt ja auch erst später, glaube ich. Der ist jetzt erstmal weg. Da kommt Odin schon, ne? Wir warten mal, bis Loki neu erscheint, weil den möchte ich auch noch in der Pfanne hauen. Finale. Lang warten wir hier noch, bis er wieder da ist. Zack. Letzte Chaos Origin hier gefallen ist. Was haben die vor jetzt? Ich glaube, Zhao Yun merkt das auch schon, dass da irgendwas nicht stimmt. Baum ist auf einmal schwach geworden. Yggdrasil. Vielleicht, weil Zhao Yun immer noch an ihn geglaubt hat. Wer weiß. Wer weiß es schon. Genau, fassen, er kann einen One-Hitten. Das ist kein Scherz. Kein Scherz damit, One-Hitten. Loki ist wieder da. Let's go. Dann wollen wir mal. Also, Nomonami jetzt sich gleich zum Gott, Mann. Das ist schon mal klar. Na, erstmal hauen wir mit Zeus hier noch ein bisschen auf die Kacke. Bam. So, Odin können wir jetzt auch bearbeiten. Versuchen wir jetzt, ihn wieder zu beleben. Und jetzt geht's los. Götterform von Nobunaga Oda. Verschwinde nichts. Hast Loki schon wieder da? Nein. Jetzt gerade, wo ich meinen Unleash Angriff gemacht habe. Ja, das war's. Scheiß drauf, ob Loki wieder da ist. Es ist vorbei. Dieser Angriff ist einfach nur Bastard. Der Götterangriff von Nobunaga Oda. Und das war das Finale. Eine Kombo, ein Schlag und er ist vernichtet. Das Traurige ist, wir wären auch nach einer Kombo tot gewesen. Wenn er uns einmal richtig trifft, ist vorbei. Interessant, so viel sieht man gar nicht für Yggdrasil, ne? のか。
世界の結びつきが壊れていく。ユグドラシルが消え、力のバランスが崩れたか。 待ってください。もう別れだなんて。<笑>何？またいつか会えるじゃろう。こんな騒動はもうごめんだがな。本当にすまなかった。そしてありがとう。人の子らよ、なんじらに幸あらんことを。 Das war's! Irgendwie ein unspektakuläres Ende. Yggdrasil zerstört und möget ihr wieder nach Hause gehen. Das war's. Jetzt haben sie in Orochi 3 Ultimate cooler gemacht. Das Finale war jetzt auch nicht so schwer, ne? Na gut, jetzt war's bei 3 Ultimate aber auch nicht. Ich glaube, nur bei Orochi 1 war das Finale richtig hart. Und 2. Geht so. Kommen dann noch die Credits. Sonst mache ich die Credits erst rein, wenn wir alle Schlachten durch haben, Leute. Keine Credits, keine Credits. Ja gut, dann schauen wir uns die Credits an, wenn wir wirklich das Spiel komplett durchgespielt haben. Und wir sind Millionäre. Über 1 Million Gems. Yes. Ja, ich hoffe, euch hat das grande Finale gefallen. Falls ja, könnt ihr mich und das Video mit einem Daumen nach oben unterstützen. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren. Ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal, wenn wir mit den Side-Story-Schlachten anfangen. DLC machen wir natürlich noch nicht, aber Side-Story. Das sind einfach irgendwelche Extra-Schlachten. Gab es ja auch schon in 3 Ultimates. Schauen wir uns an, machen wir einfach der Reihe nach. Die haben auch unterschiedliche Schwierigkeitsgrade. Zum Beispiel das hier für Level 26 gibt es auch eins für Level 11. Super leichte Schlachten sind dazwischen, aber auch schwere. Der 46er zum Beispiel. 50er, genauso schwer wie das Finale. Hier auch noch eine 50er. Also es variiert da vom Schwierigkeitsgrad. Beim DLC ist alles relativ hoch angesetzt. Aber das machen wir erst, wenn ich es durch habe. Never say die. Im nächsten Part, Leute. Bis dann und ciao. Ich wünsche euch was. Macht's gut und haut rein. We'll be right back.